Würde ich noch mal ganz kurz bei TK Maxx gucken, ob es irgendwas Schönes gibt. Die Schlange davon. Guck mal, meine steht in der Schüssel Öl. Das ist leider etwas Krise. Wahrscheinlich Scheidung. Was denn? Trenn! Komm bitte! Kannst du mal machen? Das sind die Männer. Mama kommt wunderbar alleine zurecht. Schönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin auf dem Weg. Ich habe nämlich noch genau 3 Minuten Zeit, um zu meinem Magazin Termin zu kommen. Der Verkehr war Katastrophe. Es ist auch super unangenehmes Wetter, denn ziemlich kühl und schaurig. Und ich kann einfach nicht folgen, wie mir jemand zuguckt. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich fühle mich dann immer so, als wäre ich so geistesgestört. Ich rede mit mir selber. Naja, okay. Dann gucken wir mal. Ich will diesmal braun machen. Würde ich noch mal ganz kurz bei TK Maxx gucken, ob es irgendwas Schönes gibt. You tell me it don't matter what you do. I think I'm over you. So I will take on the world again tonight. I will take on the world. Ich bin ein bisschen heller gegangen, als ich eigentlich wollte. Ich weiß nicht, aber es gefällt mir ganz gut. Ich hätte aber dann doch ein bisschen dunkler nehmen sollen. Aber egal, nächstes Mal. Und wir kommen in deutschen Parkhäusern. Guckt euch das mal an. Ich weiß gar nicht, wie eine Person, die normal gebaut ist, hier reinkommen wollen würde. Also ich komme wirklich... Seht ihr das? Okay. Ich stell dir mal vor, ich hätte Kinder dabei. Die müssen ja dann draußen stehen bleiben. Ach du meine Güte. Okay. Meine Handtasche ist oben auf dem Dach. Scheiße. Warte, na. Nein. Runter. Schlüssel ist in der Handtasche. Mein Ticket auch. Ach du meine Güte. Okay, ich lebe noch. Die Sam hat sich schon bei mir gemeldet. Der arme Idris, der ist heute, glaube ich, erst um 7 Uhr nach Hause. Also zumindest war er um 7 wach. Und ja, der hat jetzt nicht gerade viel Schlaf gehabt. Alles klar, dann erfahre ich mal zu der Familie. Bin mir nicht so ganz sicher, ob das Objektiv. Bisschen zu lila. Scheiße. Okay, egal. It is going to be on November 4th at 12 o'clock p.m. Danke, Telekom! Und natürlich, Cookie gab mir das so nicht an, aber ich versuche es einfach zu hören. Ey, die ist voll laut. Und ich versuche nämlich wirklich in die Sprache reinzukommen und ich muss wirklich sagen, mein Vertrag ist das Beste, was ich jemals gemacht habe in Hinsicht Verträgen. Das ist der beste, beste Vertrag. Guck dich das mal an. Okay.
Ich war ganz schnell noch in einen Laden. Ich habe da nicht gefilmt, weil die Sachen, die ich da gekauft habe, werden eine Überraschung sein für meine Kinder. Und ich habe Angst, dass sie das am PC sehen, denn es ist für meinen neuen Kanal. Ich bin ziemlich happy, dass ich jetzt wieder diesen Schritt wirklich gegangen bin. Und ja, ich bin wirklich, kann man nicht anders sagen, als total zufrieden mit allem, wie es gerade ist. Oder halt mit dem Weg. Bis auf meine Wimpern, weil die kleben nicht. Ah, gestern hatte ich gar keine und heute klebe ich mir welche drauf und die halten nicht. Da, seht ihr das? So, ich bin zu Hause angekommen. Mit einer Stunde Verspätung, weil die Celine ja etwas wollte und das habe ich dann auch geholt. Aber ich muss sagen, ich habe es richtig genossen, mal ein bisschen zu fahren. Jetzt machen wir die Kinder auf. Bestimmt Jan. Jan? Oh, nackt! Gianni! Oh Mann, da gucken die Leute. Nein, alles gut, nein. Oh, ja. Mein Baby. Oi, 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 oi. Hallo, Schatz, hast du Mama vermisst? Oi, 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 oi. Gerade ist eine Oma lang gelaufen und Gianni macht die Tür nackt auf. Der will sich nicht anziehen, der war alles drin. Oh, mein Baby. Edward! Wie mache ich jetzt auf? Aber den ganzen Müll machst du bitte in den Mülleimer, ja, ne? Nichts auf dem Boden liegen lassen. Ja, weiß ich. Mama Idi! Guten Morgen! Seit Stunden. Genau. Da, wo der Reißverschluss ist, da, guck mal, da ist ein Pfeil. Da musst du. Ich glaube, da muss man echt Kind sein, um das zu verstehen. Guck, die hat das beides gewonnen. Ah, okay. Hatten wir schon sowas? Wir hatten was. Na, mach weiter, egal. Ja. So, meine Koppe. Gott, Herzrasen. Hoffentlich eine, die wir noch nicht haben. Bist du aufgeregt? Ich hatte die mal. Die gleiche habe ich. Echt? Ist es die gleiche? Ja, ich hatte mal die Fußballerin. Jetzt habe ich noch mal die Fußballerin. Also doch Fußball. Ah. Ja, dann kannst du mit irgendjemandem mal tauschen. Nein. Okay. Den Müll, Schatzi, weg und die Sachen, die sie anhat, zur Seite, ja? Nein, erstmal den Müll weg, Schatzi. Ich bin ziemlich müde, aber noch wach. Ich hab Essen gemacht. Ja, Sel macht ständig Fotos von mir. Hab die schnelle gemacht mit den Sachen, die wir halt noch da hatten und ich essen kann. Was ist denn? Wow! Okay, Gianni. Das ist wehgetan. Noch mehr. Ja, mach neu. Beide Hände willst du haben? Ja. Okay. Artelia, habe ich gefilmt, dass sie nach Hause gekommen sind? Ich weiß es nicht. Ich bin die ganze Zeit am Chillen neben dem Idi. Was habe ich gemacht? Artelia, was habe ich gemacht? Ah, ich habe Essen gemacht, dann hier sauber gemacht. Das ist schon für mich, das ist für mich chill, ne? Und eben habe ich die Acelia zum Bäcker geschickt und sie ist mit Gianni hingegangen. Das ist so toll, so eine große Tochter bereits zu haben. Die Arme. Ich muss so viel machen. Mein Schatz, Mama liebt dich. Gianni, mit dir haben wir noch einiges vor. Oh, das sag ich doch, arme Acelia. Gian, du. Oh, Acelia, wir haben nächste Celine. Iselle, meine ich.
Guck mal. Ganz die Isel. Oh, der Baba hat gesagt, der liebt Käsekuchen. Du kannst ihn ja einen Teil geben. Warte, ich schneide so ein Stückchen, weil er hat jetzt gerade einen Kaffee. Nimm so einen schönen Teller. Sag Barbilein hier. Barbilein. Hey, mein Schatzi. So viel liebst du nicht? Du hast bestimmt größere Stücke. Mama hat geschnitten. Also früher hast du ein Krümelchen. Krümelchen hat sie dir früher gegeben. Weißt du noch, als sie klein war? Darf ich? Ja. So, guck mal, warte. Na, das war noch groß. Das war groß. Ja. Nein, mein Schatz. Dankeschön. Hallo. Mir macht Spaß. Hallo. Ah, die heißt Hallo, Selin. Hallo. Du siehst voll hübsch aus. Hey. Deine Haare. Obwohl sie nicht gemacht sind, sind Atja, okay, hast du was für die Itzi gekauft? Ja, nichts mehr. Echt? Die hatte nur ein bisschen was anderes. Wie sehe ich aus als Pascha? Kaffee, Käsekuchen, Handy, Kissen, Couch. Bestimmt gut. Okay. Gott, ihr seid so viele. Die Küche ist voll. Wegen Überfüllung geschlossen. Hallo, ja. Itzi. Oh, sogar für dich. Zitronengeschmack. Wenn wir uns beeilen, dann kannst du noch was essen. Ich mag auch Zitronen. Ja, Atja, du bist ein großes Kind. Willst du? Ich werde so fest. Hey, wir haben sogar eine neue Küchenwaage. Ah, ich glaube, da braucht man... Warte, brauchen wir was dafür? Was brauchen wir dafür? Also etwas braucht man hundertprozentig. Speiseöl haben wir, Milch haben wir... Heißt es, du hast zwei Eier. Müssen schauen, ob die Eier noch gut sind. Warte, ich schau mal. Gianni, was willst du? Ich wollte schon immer mal sowas. Darf die Sonne heute essen? Schatzi, wir haben keine Capri-Sonne mehr. Atja hat sie gesagt. Atja hat das gesagt. Wir haben aber Malinki. Willst du Malinki? Nein. Die Capri. Atja hat sie gesagt. Ja, Atja hat sich geirrt. So, Kinder, dann wünsche ich euch viel Spaß. I love you, so viel. Ihr habt sie doppelt gemacht. Ah, das war Dani. Okay. Vorsicht, ja. Du hast so reingeschnitten? Okay, das ist gut, Dani. Ja. Rührschüssel geben. Wir brauchen eine Rührschüssel. Ja! So, Rührschüssel. Halt mal, Dani. Ja. Mach das da alles rein. Warte. Warte, Rührschuss geben. Öl. Wie viel? Vier. Warte. Vier. Öl. Ja. Öl. Milch. Warte, erstmal. Mama, guck mal, soll ich eine Rührschüssel geben? Ja, nicht reinmachen. Nein. Und jetzt kommt. Milch. Wo ist das kleine Ding, Dani? Das kleine davon. Guck mal, Mama, hier steht ein Rührschüssel Öl. Ja, erstmal macht man eigentlich den einen Teig da rein. Wo holt er denn? Meinst du dann? Ja. Dann, Dani, das macht man mal rein. Zuerst rein. Ich hab das genommen, was auf der. Alles warte, Dani, mach ein größeres Loch. Warte, guck mal. Warte, warte. Bevor du es noch. So. Ich hatte zuerst so. Ja, und danach damit elektrisch. Okay. Mach alles rein, Dani. Dann mach aber nicht alles dreckig. Mein Buri. Ist halt nicht schlimm, Dani. Ui, meine Augen. Deine Augen? Ja, meine Augen. Tun die weh? Ja. Oh. Nee, doch nicht. Nein, nein. Meine Hände. Oh, noch schlimmer. Sophia, die brauchen noch.
bitte um den Hals fallen, knutschen und sagen, wir haben uns so lieb. Oh, dass wir auch immer ehrlich sein müssen. Und hier ist oben eingeschlafen. Ja, mein Baby. In der Beine, da wo die Maus ist. Ich habe mich damit nicht geschlafen. Ja, Jan, das macht man nicht, sag mal. Und ich will nicht aufstehen. Ja, wenn du nicht aufstehen willst, schlagen wir dich doch dann auch nicht. Jani, was hast du vor dir? Wir haben uns gerade noch ein bisschen hingesetzt. Mama! Geht gleich weg. Der Jani hat einen Tee, ich habe einen Tee. Idris, der Tee schmeckt ganz gut. Es ist ein marokkanischer Minztee. Habe ich auch im Laden. Schmeckt wirklich sehr lecker. Ich habe keine Minztee, ich schmeckt für Pinger. Er hat einen Kaffee. Ich habe schon zwei getrunken, aus dem Grund habe ich jetzt keinen mehr genommen. Und einen Muffin. Und ich hätte auch so Lust, irgendwas Gebackenes zu essen. Mein Video kommt später online. Ich muss nur noch hochladen, aber ist nicht so... tragisch? Nein. Nicht so lang? Genau. Deshalb wird es nicht so lange dauern. Hm? Er schreibt sich jetzt auch gerade mit der Schwester. Die Mama wird ja auch kommen. Und ja, bei der Schwester ist leider etwas... Krise. Krise. Wahrscheinlich Scheidung. Dani? Rutschen, erstmal Tee trinken. Hast du dir schon Zucker reingemacht? Einen Löffel darfst du. Bedingung, es bleibt bei dem einen Löffel. Fertig, okay. Jenny. Das war ein kleiner Löffel. Ja, Jenny. Umrühren und trinken. Ist nicht mehr so heiß. Ich habe hier ein bisschen kaltes Wasser reingemacht. Huhu. Da geht es gerade rund. Der Idris telefoniert mit seinem Vater. Nicht mit dem Klaus, mit dem türkischen Vater. Also mit seinem leiblichen Vater. Ja, ich habe das früher, als ich den Idi kennengelernt habe, genauso wenig verstanden wie ihr. Der Idris war ja schon etwas älter, also er war älter, als der Klaus ihn adoptiert hat. Eigentlich sollte der Klaus nur seine Vormundschaft übernehmen, damit der Idris hier bleiben kann, weil drüben, naja, man kann sich vorstellen, wenn er adoptiert ist, da war das ein bisschen kompliziert in der Familie. Und schon heftig, also als Frau in der Türkei ohne einen Job, den hat sie nicht mehr. Und dann natürlich mit einem Kleinkind ist man als Frau ziemlich aufgeschmissen. Der Idi hat, glaube ich, zu Ende telefoniert. Und machen wir es! Was denn? Trennen! Komm bitte! Kannst du mal ein bisschen was von deinem Intelligenz abgeben? Mama! Also, wenn das so gemein wird, muss ich dann schlafen. Angelia! Ich bin nicht ein Mann. Ich brauche nicht gleich eine neue. Das sind die Männer. Mama kommt wunderbar alleine zurecht. Außerdem habe ich Gianni. Gianni, bist du mein Mann? Gibst du mir einen Kuss? Gianni ist aber ein kleiner Mann. Ja. Ich bin kleine Männer gewöhnt. Oh Mama sagt ihr Mann. Also wirklich das Blödste, was mir passieren konnte, ist dieses 1000. Video. Ich hätte einfach weitergemacht und das mit einer guten Laune. Und jetzt das, ich bin voll stehen geblieben. Eine Woche nun keine Videos und ich dachte ja mit den 1001 Videos weiterzumachen, aber wollte dann ein Intro wenigstens neu haben. Das habe ich aber immer noch nicht gedreht. Ich brauche so viele Szenen und ich habe versucht, teilweise aus den anderen Videos reinzumachen. Das geht dann, also es ist ein Stillstand. Alles etwas komplizierter. Und ich könnte aber, wenn die Videos ganz ich bin ein Monster. Erdbeer. Ich bin Erdbeer? Ja. Ich bin gerade ein Skelett. Guck, du bist ein... Und so sieht man es nicht. So, die Claudia hat mir etwas geschickt.
Und ich will gucken, wie Atea das findet. Oh mein Gott, Claudia. Sag mal. Aus diesem Grund liebe ich Claudia so sehr und sie mich. Viel zu teuer. Oh, oh mein schönes. Gott, was ist denn das? Aber oh, ich sehe. Oh mein Gott. Oh, schön. Ah. Ah. Das ist was für mich. Ah. Das sieht auch sehr lang. Oh mein Gott, ist das was ist das? Nein, es ist ein Haus. Es ist ein Häuschen. Ein Häuschen? Sagen wir mal lieber ein Schloss. Ein wunderschönes Schloss. Wow, ein Kinoraum. Jetzt können wir richtig Kino machen. Und das ist aber wirklich ein Kinoabend dann. Oh. Oh, das ist. Ich wollte gerade sagen, das ist die Küche. Das ist ja gar nicht die Küche, das ist der Männerraum. Männerraum? Oh, da gibt es keinen Frauenraum. Oh mein Gott. Was ist, ist das? Eine Terrasse? Keine Ahnung. Ja, kann sein. Oh, dann über den. Oh mein Gott, wie schön. Besser kann man nicht leben. Oho. Das soll eine Küche sein. Das ist ja. Das ist so. Dieses Haus ist so. Das groß. Ist ja eine komplette Wohnung. Warum geht das von alleine? Das ist kein Haus. Das ist ein Schloss. Ich so, irgendwas muss ich machen. Ich schneide mal einfach drauf los. Ja, wir haben 2 Uhr. Video ist eine Stunde lang. Es ist das 1000. Also das jetzt hier wird 1001 sein. Es geht wieder voran ohne den Trailer. Den habe ich nur den Anfang gemacht. Ich saß bis 4 Uhr morgens dran. Könnt ihr euch das vorstellen, weil ich noch andere Sachen dazu gemacht habe. Und ich sage euch ganz kurz das Problem dazu. Also das werdet ihr, oder habt ihr gesehen, und dann kommt solche Szenen, die ich anders haben wollte. Und sobald ich aber die Videos reinmache, die ich reinmachen wollte, die sollen sich bewegen. Die stehen, die bewegen sich nicht. Das heißt, ich muss alles neu drehen, extra für diesen Trailer. Und hier sind Szenen. Bestimmt 30, die ich alle wirklich genau für diesen Trailer drehen muss. Und das habe ich nicht hinbekommen. Ich habe heute versucht, aber sogar die große Kamera rausgeholt. Es hat nicht geklappt. Schade, schade, schade. Aber ja, die nächsten Tage wird es auf jeden Fall fertig gemacht. Und dann habt ihr den Trailer in 30 Sekunden. Das ist ziemlich lang, aber es werden, wie gesagt, viele schöne Szenen, die dann passend auch zu den ganzen Texten sein werden. Meine falschen Wimpern sind schon längst weg. Irgendwie haben die mich ein bisschen geärgert und aus diesem Grund habe ich sie entfernt. Gehe mich jetzt abschminken und lege mich hin. 2 Uhr. Es ist spät. Und Patrizia gehört ins Bett. Also, ich freue mich sehr auf die nächsten Zeit, auf die nächsten 1000 Videos mit euch. Es tut so gut, wieder zurück zu sein. Dies wird man teilweise überrascht. Ich habe mich, dachte ich, für Sonntag mit meiner besten Freundin verabredet. Sie fährt weiter nach Kassel und ja, macht einen Zwischenstopp bei mir. Ich dachte sonntags. Du guckst wirklich nach den Größen, die sind manchmal ja, ich will so unterschiedlich. Mal so einen Anhaltspunkt haben, weißt du? Ja. Ob es 104 ist oder 92, was es sein